Hans Neumeier hat heute eine nicht ganz ungefährliche Aufgabe. Der Hobby-Imker aus Hilgertshausen im Landkreis Dachau muss einen Teil seiner Bienen zum Umzug bewegen. Vom großen, komfortablen Bienenhaus in einen kleinen Kasten, der es jedoch in sich hat, ja sogar mit WLAN ausgestattet ist. Geschafft. Nun braucht das Volk unbedingt noch eine Königin. Wenn keine Königin dazukommt, dann ziehen die aus. Sobald man die Klappe aufmacht, ziehen die aus. Ein Großteil geht vielleicht wieder nach Hause, wo der hergekommen ist. Und die anderen schwirren irgendwo rum und sterben dann letztendlich. Alternative ist, ich setze da eine Königin zu. Erst dann wird sein digitaler Bienenstock Daten liefern. Jahrelang hat er als IT-Ingenieur für Siemens und Infineon gearbeitet. Doch jetzt sucht Hans Neumeier nochmal eine große Herausforderung. Seine Erfindung soll weltweit in Serie gehen. Hans Neumeier entwickelt die digitalen Bienenkästen für das Bildungs- und Umweltprojekt We4B mit Internet und Kamera. Doch die hat am Anfang nicht so richtig funktioniert. Problem ist, wenn hier offene Löcher sind. Die schmieren die Bienen innerhalb von ein, zwei Tagen zu. Auch das Objektiv wird natürlich sofort zugeschmiert, weil sie einfach mit den Füßen drüber laufen. Und dann ist mir die Idee gekommen, eben nimmst du einen Servomotor, wie er in Modellflugzeugen oder im Modellbau verwendet wird, kostet wenig Geld, und machst vorne so ein Gitter hin. Und schon hat man die Lösung eigentlich. Ob's was taugt? Schüler am Gymnasium in Markt Indersdorf arbeiten beim We4B-Projekt mit. Sie erforschen, wie die Tiere auf verschiedene Umweltbedingungen reagieren. Doch jetzt liefert die Kamera keine Bilder mehr. Hans Neumeier muss helfen. Schauen wir, was da los ist. Die Bienen waren zu fleißig. Direkt vor der Kamera. Die Waben sind zu nah dran. Rühr sie wieder. Doch das Gitter hilft. Super, super. Scheinwerfer ist an. Klappe zu. Funktioniert. Ich habe halt viel über die Bienen jetzt gelernt, allgemein, wie sie sich fortpflanzen, wie sie so leben und das Verhalten auch. Und ja, es hat Spaß gemacht. Es sind so viele Bienen, die alle zusammen an einem Projekt, sag ich mal, arbeiten. Und diese Abläufe und so sind sehr interessant, finde ich. 100 Schulen, Imker und Institutionen von Oberstdorf bis Oldenburg machen mittlerweile mit. Hans Neumeier imkert in Hilgertshausen schon seit 50 Jahren. Sind das brave Bienen? Sie werden streng überwacht, seine Völker. Jetzt ist er gespannt auf die erste Ernte. Da muss ich jetzt sagen, wunderbar. Ja? Warum? Ja, weil das alles da verdeckelt ist schon. Da ist ein frischer Honig drin und wenn der verdeckelt ist, dann kann man davon ausgehen, dass er auch trocken genug ist. Mhm. Das freut den Imker. Dann hat er alles richtig gemacht. Frischer Rapshonig. Das schaut gut aus. Da haben wir was. Die Technik spart so manchen Gang ins Bienenhaus. Oh. Imker und Biene sind immer online. Damit ich von zu Hause aus sehe, ist alles in Ordnung. Also ich habe hier drinnen Temperatursensoren. Und wenn alles in Ordnung ist und wenn der Brut drin ist, dann müssen die eigentlich ziemlich konstant zwischen 33 und 35 Grad haben. Wenn das nicht der Fall ist, schaue ich halt nach, komme rüber und schaue nach, warum ist das so. Eine Königin braucht er ja noch für den kleinen digitalen We4B-Bienenstock. Im Frühjahr schwärmen die Königinnen gern mal mit einem Teil des Volkes aus. Diesen Moment muss er erwischen. Auch da hilft ihm die Technik. Zu Hause am Rechner. Alle 15 Minuten macht die Kamera ein neues Bild. Und da sehe ich haargenau, eigentlich, wenn der Schwarm rausgeht, dann hängt da eine ganze Traube von Bienen runter. Was man auch hier sieht, jetzt an den Kurven da unten, das sind hier 8 Innentemperatursensoren, die in 8 Kästen sind. Auf 2 Grad genau regeln die Bienen also intern die Temperatur. Die blaue Linie hier, die hat 34,5 Grad über die ganzen Bereichen weg. Mhm. Und daran sehe ich,
ist das Bienenvolk, ist da alles in Ordnung. Wenn jetzt keine Königin drin wäre, zum Beispiel, oder sonst was wäre, dann würde die Temperaturkurve hier abfallen. Weil keine Brut drin ist, dann halten die keine 35 Grad. Und dann ist für mich ein Zeichen, schau mal nach, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber ansonsten bleibt das Volk zu. Einen Tag später hat es geklappt. Er hat eine Königin eingefangen. Der digitale Bienenstock samt Königin steht jetzt auf seinem Balkon. Hans Neumeier hat noch viel vor. Mein Traum wäre, dass man wirklich 300 oder 500 solche Kästen weltweit aufstellt und vernetzt. Das wäre es wirklich. Dafür arbeitet er mit einem der renommiertesten Bienenforscher der Welt zusammen. Im Forschungsinstitut von Professor Jürgen Tautz aus Würzburg werden die Daten der digitalen Bienenstöcke gesammelt und ausgewertet. Ist dann der entscheidende Punkt. Es muss funktionieren. Das Bienenvolk selbst ist ja ein hochkomplexer Superorganismus. Und wir wollen herauskriegen, welche Faktoren aus der Umwelt die Bienen tatsächlich belasten, sie anfällig machen für Krankheiten, sie anfällig machen, um mit Parasiten nicht mehr gut zurechtzukommen. Oder wie Bienen mit dem Klimawandel, mit Feinstaub und CO2 umgehen. Diese Daten sind wichtige Informationen für die zukünftige Umweltpolitik. Die Gewinnung von Honig ist für Hans Neumeier nur ein Teil der Faszination. Das Bildungsprojekt We4Bee geht weit über die reine Bienenforschung hinaus. Letztendlich ist er sogar irgendwo Erdbebenforschung angedacht, weil es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, meine Hühner oder meine Bienen haben das schon zwei Tage vorher gewusst, dass da was in der Luft ist. Die haben sich da zusammengezogen oder sind ausgeschwärmt oder sonst was. Und das wäre natürlich hier der richtige Ansatz, weil man es jetzt das erste Mal dann wirklich erfassen kann, elektronisch und abspeichern kann. Im Kern, das ist tatsächlich mehr als nur Honig.